Ey, 2,20. Was habe ich gesagt, Leute? Habe ich nicht genau 2,20 gesagt? Schaut euch das an. 2,20 einfach. Okay, 2,19. Trotzdem nicht schlecht. Da seht ihr mal, wie gut ich den Julian kenne. Okay, würde ich sagen, gehen wir rein, Leute. Ne, Julian Boss Underdog, produced by Buckroll oder so. Haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt, den Beat-Producer, oder? Und mal ein Video bei Tageslicht, Leute. Was ist denn da passiert? Also doch nicht alles in einer Nacht gedreht. Vielleicht kommen jetzt 10 Songs am Tag. Da wurde einmal die Nacht und einmal den Tag durchgedreht. Mal gucken, wir gehen rein. Der Underdog ist am Start. Los geht's. Yeah. Niemand reicht dir seine Hand bei einem Marathon. Vom absoluten Hype zu dem Dasein eines Underdogs. Yeah. Bleibe am. Aber ich find's cool, dass er sich dem bewusst ist. Ne, weil er hat ja nun mal krass eingebüßt in der Hinsicht. Beatwahl, wie immer, mein Geschmack, Alter. Also von den Beats kann ich mich eigentlich nie beschweren, weil ich stehe auf diesem Film. Reicht dir Hör nochmal rein. Yeah. Niemand reicht dir seine Hand bei einem Marathon. Vom absoluten Hype zu dem Dasein eines Underdogs. Bleibe am Ball, egal wie viel wacke Spasten ihren Bullshit über mich in ihren Reactions quatschen. Ah, nice, Digga, da werde ich direkt angesprochen. Was habe ich alles für Bullshit erzählt? Aber nice, ey, das heißt, er zieht ja wirklich durch, ne? Weil ich dachte jetzt, das ist alles vorproduziert. Ich dachte, das ist alles vorproduziert und er lädt das jetzt nach und nach hoch. Aber anscheinend ist es wirklich so, dass er das gerade am laufenden Bande macht. Weil da gab es ja in der letzter Zeit schon mal eine Diskussion, dass irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, was das war, da gab es irgendwie Dinge zu kritisieren, da hatte man das Gefühl, es war im nächsten Song direkt besser. Und da meinte ich direkt, ah nee, das wird eher Zufall sein, weil ich nicht glaube, dass er das durchballert. Aber okay, wir gehen rein. Egal wie viel wacke Spasten ihren Bullshit über mich in ihren Reactions quatschen. Hatte nicht mal einen Song auf meinem Level und dann machen diese Hurensöhne trotzdem auf Welle. Gesellschaftlicher Bodensatz, yeah. Keiner von denen, die für immer unten bleiben will, dass ich zurück nach oben schaff. Ja, ich weiß nicht, ob er mich damit meint, ne? Also anscheinend guckt das ja. Ja, ich weiß nicht, ob meine Reactions oder welche genau, ne? Anscheinend guckt er es. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mich damit meint, weil eigentlich habe ich, glaube ich, in allen Reactions durchblicken lassen, dass ich es ihm nicht wünsche, dass er an dem Punkt ist, an dem er gerade steht. Ja, ich glaube, dass, ne, wenn man die Reactions gesehen hat, weiß man das auch, dass ich mir für ihn eher eigentlich das Gegenteil wünsche, ne? Aber wenn ich halt drauf reagiere, ja gut, ne, dann sage ich halt was zur Musik und da gibt es nun mal hier und da immer ein paar Sachen, die nicht so ganz stabil sind. Ich finde hier aber seine Stimmlage auf jeden Fall angenehmer. Die hat irgendwie ein bisschen mehr Tiefen, ne, und klingt dadurch ein bisschen fetter als in vielen anderen Songs. Da war mir das immer ein bisschen zu laid back, immer ein bisschen zu schüchtern, zu zurückhaltend. Hier, er ist hier natürlich nicht am Brüllen, er geht nicht voll rein, aber es ist angenehmer. Bodensatz. Yeah. Keiner von denen, die für immer unten bleiben will, dass ich zurück nach oben schaff. Zurück nach aber ich finde es auch geil, dass er in dem Song wieder ein bisschen inhaltlicher wird. Ne? Oder ein bisschen mehr wieder von sich preisgibt. Ihr wisst ja, dass ich das immer feiere. Das sind immer die Stellen, den Reactions, in denen ich sage, oh nice. Und hier, er kommt direkt auf diesen Film. Ne? So Reactions, viele Leute, die ihm wünschen, dass er unten bleibt. Ich kann mir auch vorstellen, klar, dass das so ankommt. Ne? Weil es gibt schon einige Leute, die aufgrund von, ich weiß nicht, Differenzen oder vielleicht einfach eine andere Art, Dinge zu verpacken, nochmal ein ganzes Stück härter da sind in ihrem Urteil. Und dass es da vielleicht bei ihm so ankommt. Oben keiner rechnet mit Warte, denen, die zurück. Für immer unten bleiben will, dass ich zurück nach oben schaff. Zurück nach oben, keiner rechnet mit mir. Haben mich abgeschrieben, wie ich meine Rap-Texte früher. Sag die Wahrheit und alle sind desinteressiert. Egal, das motiviert den Kämpfer in mir. Ey, Digga, sagt und, ey, Bro, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Der hat doch meine Reactions gesehen und er macht jetzt genau das, was ich mir wünsche. Alter! Finde ich geil, find's nice. Ich find's auch geil, dass er direkt so dieses Durchblicken lassen von wegen, ne, sie haben mich alle abgeschrieben, wie ich meine Rap-Texte früher. Ich finde, das hätte man viel früher reinbringen können, ne, als er mit dem neuen Stuff da um die Ecke kam. Das war so, also so ein bisschen so dieses, ne, Durchblicken lassen, ey, ja, früher hatte ich nur mal die Hilfe. Natürlich waren da die Sachen vielleicht noch ein bisschen runder. Ja, aber jetzt stehe ich auf eigenen Beinen, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Dann wäre das Verständnis, glaube ich, größer gewesen. Jetzt kommt er recht später mit, aber ich find das nice. Die Wahrheit und alle sind desinteressiert. Egal, das motiviert den Kämpfer in mir. Yeah. Vergesst die Turniere, denn ich rappe jetzt. Und deutscher Rap ist so real wie ein Wrestling-Match. Egal, wie viel Hate oder Gegenwind. Aufgeben gab und gibt es nicht bei Severing. Bester Rapper zur Zeit in einer Szene voller Junkies. Und hey, ich finde, glaube ich, also mir gefällt das bis jetzt, glaube ich, echt am besten. Weil der erste Part einfach recht rund ein bisschen was von, er da ein bisschen was von sich preisgibt einfach. Ein bisschen was erzählt auch, ne? Was nur der Julian uns sagen kann. Dieser Reaction-Kram, diese JBB-Battle-Geschichten. Gefällt mir.
gab und gibt es nicht bei Severing. Bester Rapper zur Zeit in einer Szene voller Junkies, von denen die Hälfte ihre Fresse nicht zeigt. Bin ich der Einzige, der hustelt? Wo sind die Macher? Release in dem Tempo, in dem Kolibris flattern. Herz eines Löwen, Eye of the Tiger. Egal wie viel Hate noch kommt, die Scheiße geht weiter. Geil! Ich finde das geil, weil guck mal, ich sag ganz ehrlich, als er seinen ersten Track rausgehauen hat, habe ich mir so gedacht, boah, das tut bestimmt weh. Weil es ist ja unangenehm. Du haust einen Song raus und die Hälfte Dislikes. Dann machst du einen zweiten Song, es sind nur Witze. Ihr wisst ja, wie es war, die Kommentarspalte voller Jokes und so. Natürlich, ne, kommt ihm das da so ein bisschen, ne, da kommt der Gegenwind, den er sich so über die Jahre quasi leider irgendwo mit erarbeitet hat, dadurch, dass er natürlich immer sehr hart und kritisch in seinen Reactions war. Aber dass er so eiskalt weiter durchgezogen hat, fand ich schon feierbar. Dass ich mir gedacht habe, okay, Digga, aber er lädt hoch, ne? Er macht jeden frei, er zieht durch. Scheißegal. Und ich hätte ihn da... Also ich hätte ihn, um ehrlich zu sein, am Anfang da unsicherer eingeschätzt oder nicht so stark insofern, naja, dass man da recht schnell, wenn man so viel negatives Feedback bekommt, da sich recht schnell zurückzieht. Aber wie er eiskalt sagt, Digga, ey, ihr könnt haten, wie ihr wollt, Leute, fickt mich alle in den Arsch, aber ich mach weiter, ist mir scheißegal. Finde ich eine geile Attitude so. Wo sind die Macher? Yeah. Release in dem Tempo, in dem Kolibris flattern. Yeah. Herz eines Löwen, Eye of the Tiger. Egal wie viel Hate noch kommt, die Scheiße geht weiter. Yeah. Jeden Freitag bringen die anderen ihre Standard-Songs. Kämpf mich zurück nach oben, Julian Boss, Underdog. Chef Mucke und Kuchen TV, du kopierst mein... Okay, scheiße. Direkt Kuchen, jetzt bin ich gespannt. Aber ich find's echt bis jetzt den nicesten Song, Digi. Da war jetzt auch nicht so eine Stelle dabei, die irgendwie so mir direkt ins Gesicht gesprungen ist, weil sie so unsicher war, weil da irgendwie eine Silbe zu viel oder zu wenig. Das war jetzt nicht so wackelig, ne? Vielleicht, wenn ich es mir nochmal anhöre, vielleicht fällt mir da eine Stelle auf, so, aber es ist nicht so was extrem Offensichtliches. Und das war bei den meisten Songs eigentlich immer der Fall, dass es immer so eine Stelle gab, na, okay, wir warten den zweiten Part ab. Aber bis jetzt mag ich's, Alter. Zurück nach oben, die Scheiße geht weiter. Yeah. Jeden Freitag bringen die anderen ihre Standard-Songs. Kämpf mich zurück nach oben, Julian Boss, Underdog. Chef Mucke und Kuchen TV, du kopierst meine Art von früher, nur ein schlecht Junge. Suchst Hilfe in deiner Textgruppe, doch kannst mich trotzdem nicht schlagen, denn ich bin nicht deine Ex-Nutte. Oh, Digga, da kommen Punchlines um die Ecke. Ja? Man muss natürlich sagen, ist jetzt nicht die kreativste Line gegen den Kuchen, weil wenn du auf Twitter gehst, Digga, das schreibt ihm jeder so. Aber ist natürlich eine Vorlage, die man nutzen muss, ja, und passt in dem Zusammenhang ganz gut. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es war. Ich habe letztes Mal in irgendeiner Reaction habe ich gesagt, dass Kuchen schon am Anfang in seinen Videos ein krasser Julian-Fan war. Ein paar Leute haben mir da widersprochen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber ich bleib dabei. Ohne da jetzt Partei zu ergreifen bei diesem Beef, Digga, die sollen machen, ich freue mich. aber ich hatte schon safe auch das Feeling, ja. Also Julian hatte damals nun mal ein krasses Standing, dann kam Kuchen und hat da recht krass in eine gleiche Kerbe geschlagen einfach, ne. Vielleicht hatte er schon auch, was weiß ich, Alter, seine eigenen Sprüche und Jokes, aber es ging schon in diese Richtung, ne. Da ist so einer, der sagt ohne Punkt und Komma einfach knallhart in die Fresse, was er denkt mit den, mit einer vulgären Art und vulgärem Sprachgebrauch und ne, schockt die Leute mit dem, was er da, so der Move war halt der gleiche, ne? Von dem her passt es schon. Ich finde, das kann auch kicken. Chef Mucke und Kuchen TV. Ach, Kuchen hat selbst gesagt, dass er Fanboy war. Also siehst du, ja, dann hat sich das ja schon wieder erledigt. Jungs, kämpf mich zurück nach oben, Julian Boss, Underdog. Chef Mucke und Kuchen TV, du kopierst meine Art von früher, nur ein schlecht Junge. Suchst Hilfe in deiner Textgruppe, doch kannst mich trotzdem nicht schlagen, denn ich bin nicht deine Ex-Nutte. Ah, ich find's auch nice, weil guck mal, der Julian ist ja gerade in einer schlechten Position. Ne? Also, ich meine, insofern schlecht, ne? Er lädt Videos hoch, die werden eher schlecht geklickt. Kuchen ist deine Hörte irgendwie am Start gewesen. Ich glaube, das kam auch sehr gut an im Gesamtprodukt. Ich bin da nicht so ganz drin, weil ich habe das zweite Turnier jetzt nicht wirklich verfolgt. Beim ersten war ich ja noch am Start. Aber ich glaube, das kam in Verbindung mit Trizzy ganz gut an und ist so gesehen in einer schlechteren Position. Wenn du dir anguckst, ne, bei Kuchen läuft der Kanal auch immer noch, also die Reichweite passt da immer noch. Ist da unterwegs mit Leuten, die schreiben können, ne? Also Trizzy, Cashes und weiß es nicht, wie vernetzt er da noch ist. Aber er sagt es halt trotzdem eiskalt in die Fresse. Ne? Also er, keine Angst vor Eskalation, er ist am Start. Das ist nice. Suchst Hilfe in deiner Textgruppe, doch kannst mich trotzdem nicht schlagen, denn ich bin nicht deine Ex-Nutte. Guckt auf mein Unterarm-Tattoo und YouTube voll mit meinen Söhnen, doch nichts mit Unterhalt am Hut.
Yeah, und deutscher Rap ist so wack. Ich mach B-Movie-Clips, sie machen Z-Musik. Rap endgültig back und bin der Boss, erzählt es jedem weiter. Step auf die zweite Sprosse der Karriereleiter. Wer von mir supported werden will, kann seine Mutter lecken. Denn ich mach es nur noch wie beim Liegestütz und push den Besten. Deutscher Rap, ich fick nice. Diese Tunden. Ja, so Kolle-Line irgendwie. Geil, ja, feier ich, Digga. Ich find den Song nice. Denn ich mach es nur noch wie beim Liegestütz und push den Besten. Deutsche Rapper, ich fick diese Tunden. Wer außer mir dreht 6 Clips in 4 Stunden? Ja. Yeah, endlich unzensierter Textinhalt. Spotify zahlt statt YouTube jetzt das Chefgehalt. Bester Rapper zur Zeit in einer nice. Szene voller Junkies und denen die Hälfte ihre Fresse nicht zeigt. Bin ich der Einzige, der hustelt? Wo sind die Macher? Yeah. Release in dem Tempo, in dem Kolibris flattern. Yeah. Herz eines Löwen, Eye of the Tiger. Egal wie viel Hate noch kommt, die Scheiße geht weiter. Jeden Freitag bringen die anderen ihre Standard-Songs. Kämpf mich zurück nach oben, Julian Boss, Underdog. Ich finde auch das Video irgendwie nicer. Ne? Ich weiß auch, Julian hat mir damals immer den Tipp gegeben, im JBB, dreh immer nachts, Bruder, dann kannst du die Lichter besser setzen und ne, das besser in Szene setzen. Aber ich finde, er kommt hier viel fresher rüber, so bei Tageslicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch an der Kamera liegt, dass die vielleicht für Nachtaufnahmen nicht so gut geeignet ist, aber qualitativ wirkt es auch viel fresher. So mit dieser Unschärfe da im Hintergrund, auch wenn die Location jetzt nicht irgendwie bombastisch ist, wirkt es irgendwie frischer und nicer. Ich bin überrascht, also ich bin positiv überrascht. Ist für mich das beste Ding, was er bis jetzt gekickt hat. Ja? Weil beide Parts waren ohne dieses inhaltslose Mutterfick-Zeugs. Ne? Natürlich, ja, ich mach's wie bei Liegestütze, push den Besten, aber dann waren diese Lines, diese Representer-Lines, die waren dann zumindest funny, weißt du? Die waren ein bisschen kreativer als einfach nur dieser Schock-Video. Boah, ich sag voll die bösen Wörter über deine Mama und über deine Schwester. Ich fand's nicht schlecht. Ich fand auch Stimmeinsatz besser. Leute schreiben jetzt ein bisschen Druck. Ja, könnte man natürlich noch dran arbeiten, auf jeden Fall. Aber ich finde vor allem im Vergleich mit den Songs, die er teilweise da echt krass drucklos gebracht hat, ist das eine Steigerung. Also er hatte Songs, die waren weitaus druckloser gerappt, fand ich. Warte mal, lass mal einen Stich. Guck mal, es ist immer noch nicht mit Druck. Ich stimme euch zu, aber es ist irgendwie... Niemand reicht dir seine Hand bei einem Marathon vom absoluten... Ich glaube, ich mag hier einfach die Stimmlage oder den... Ja, er geht ja irgendwie anders rein und es ist irgendwie ein bisschen dicker gemischt, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, aber da scheinen die Tiefen ein bisschen mehr, ne, ein bisschen stärker vorhanden zu sein. Dadurch klingt das Ganze ein bisschen breiter und ein bisschen bosshafter. Es klingt nicht so dünn irgendwie, so im Beat untergehend dünn, sondern es kommt trotzdem ganz nice. Da habe ich aber Bock, Digi. Da habe ich Bock. Ganz nice. Also, ja, also für mich das, glaube ich, echt beste Ding. Also es gab einige Songs, da war vieles, was ich... Also guck mal, ich finde es bei weitem, ich finde es immer noch nicht irgendwie so ein überkrass, nur damit ihr mich nicht falsch versteht. Aber ich finde es, im Vergleich zu seinen anderen Songs, finde ich es nice. Wenn ich mir jetzt noch was wünschen könnte, dann wäre es noch ein bisschen mehr Feeling. Also Feeling in der Stimme. Also so dieses, das noch ein bisschen... mächtiger rüberbringen, mit ein bisschen Variation im Stimmeinsatz, ne? Also irgendwie, was weiß ich, bei einem bestimmten Reim ein bisschen mehr nach vorne gehen und so. Einfach ein bisschen mehr Feeling rein. Aber ansonsten finde ich schon echt fresh, den Song, im Vergleich zu den anderen. Die Frage ist aber, wie lang zieht er das jetzt noch durch mit Freitags? Ich weiß es nicht, aber anscheinend ist er am Start, Alter. Also er hat Bock, ja? Und das ist doch auch irgendwie schön, ne? Wenn jemand was gefunden hat, was ihm Spaß macht. Mal unabhängig davon, was die Leute davon halten, ist es doch eine nice Sache, weil ich meine, das ist im Endeffekt das, worum es geht, oder? So, ich glaube, früher hatte er auch Spaß an seinen YouTube-Videos, ne? Diese Seelsorge-Ding und so. Und jetzt scheint er irgendwie Spaß, ich gehe davon aus, ne, dass er da Spaß dran hat, dass das jetzt nicht nur so ein Business-Ding ist, dass er da einfach irgendwie gerade Bock hat, einfach ein bisschen Mucke zu kicken und das soll er doch machen, Alter. Ich muss aber auch sagen, Bewertung. Die Leute scheinen sich da recht einig zu, also ne? Also die Leute nehmen es besser an als die letzten Songs. Lass mal zu Chefmusik gehen. Ja, okay, auch nicht so schlecht im Vergleich zu den anderen. Ja, das kam auch gar nicht so kacke an. Ja, hier war, okay, Spotify ging richtig unter. Ja, okay, da war es. Da war richtig, obwohl, was für die Szene kam dann doch wieder ganz gut an, ne? Also ich glaube, die Like-Zahlen und Dislike-Zahlen, die verändern sich da im Laufe ganz schön krass, ne? Ich hatte das noch ein bisschen krasser in Erinnerung. Ja, aber ich gebe dafür, werde ich auch ein Like geben. Ja, doch, ich fand das nice. Aufgeben gab und es nicht, gibt es nicht bei Severin. Julian gibt die Turniere auf. Okay, die Jokes hören nicht auf. bin eigentlich froh, dass du so aktiv bist. Hoffe, dir geht's gut. Hoffe, insgeheim aber weiter, dass ein paar neue Videos auf dem Hauptkanal kommen. Spar dir die Hoffnung. Na, mal sehen, wer weiß. Ich würde das nicht abschreiben. Vielleicht ist das ja momentan einfach auf so einem Muckefilm. Ja? Wer außer mir dreht 6 Clips in 4 Stunden, fand ich auch nice, die Line, ja? Dass er sich so selbst auch nicht so ernst nimmt. Das war mir ein bisschen,
oft ein bisschen zu ernst und verkrampft, zu sehr auf Zwang edgy. Wisst ihr, was fühlt ihr das ein bisschen? So die ersten Songs vor allem, das kam immer wieder mal durch so. Es war mir auf Zwang zu, oh, eine böse Line, aber irgendwie nicht besonders kreativ, nicht besonders unterhaltsam. Hier fand ich es von den Lines her und vom Inhalt her weitaus ansprechender. Bin aber mal gespannt, ich sag dir ehrlich, bin gespannt, wie die anderen das aufnehmen. Ja? Wie das bei einem Jiggy und Cassius ankommt. Ob die das besser annehmen können als die anderen Songs. Er hat auch in mehreren Songs Selbstironie gehabt. Ja, mag ja sein, aber ich fand hier, war das irgendwie vom Gesamtprodukt einfach am rundesten. Ne? Also natürlich gab es hier und da mal eine selbstironische Line, aber dann kam danach direkt wieder Mutterfick-Gelaber und auf einem sehr stumpfen Film. So, was mich dann, ja, im Gesamten so, hier war einfach, das war einfach recht rund und knackig von dem, was er gerappt hat, vor allem, weißt du? So ein bisschen Real Talk, ein bisschen Disserei, ein bisschen Representer, aber lustige Lines. Ja, fand einfach die Mischung gut.